Ja, hier ist Bauer. Ja, schönen guten Tag. Bach ist mein Name, Bodo Bach. Gut, dass ich dran bin. Ich hätte gerne ein Problem. Wir tapezieren gerade. Einen kleinen Moment, da muss ich Ihnen meinen Mann geben. Wunderbar, ja. Bauer, guten Tag. Tag, Herr Bauer. Wir tapezieren gerade. Jetzt wollte ich mal wissen, haben Sie die Musterbücher von den Tapeten? Haben Sie das? Musterbücher habe ich, freilich. Wie viele Bücher hätte Sie da? 40, 50. Ach, das ist ja jede Menge. Ich bräuchte so 4, 5 mal. Ja, nur habe ich aber die Tapeten nicht am Lager, ne? Ja, mir reichen ja die Bücher. Ja, Sie wollen dann raussuchen was, oder? Ja, richtig. Ich nehme dann aus den Büchern das, was mir gefällt, und klebe es dann bei uns. Ja, das verstehe ich nicht. Die Bücher, die brauche ich doch wieder. Wieso? Ah ja, das sind Musterbücher. Ja, richtig. Und ich hätte sie mir mitnehmen. Kann man die Ausleihe mit nach Hause nehmen auch? Ja, alte Bücher. Na, die neue Muster wollen wir doch kleben. Wir machen es doch jetzt schön für den Sommer. Ja, und Sie wollen dann da Muster rausschneiden, oder wie? Ja, so habe ich das jetzt gemacht, ne? Ich schneide mir die raus, wo mir gefallen. Ich spreche das immer mit meiner Frau, mit der Gerda ab, und dann kleben wir die halt, ne? Das können wir nicht machen. Warum dann nicht? Ja, ich brauche doch die Musterbücher. Aber Sie haben doch 40 Stück, haben Sie gesagt. Ja, alles verschiedene Tapetenbücher. Ja, wunderbar. Dann geben Sie mir mal 5 davon, und dann komme ich ja hin. Nee, das können wir nicht machen. Ich kann Ihnen doch keine Bücher geben, wo Sie die Muster rausschneiden. Aber mir fehlt gerade noch im Flur und im Kinderzimmer der Bub, der Rüdiger, ne? Ja, da müssen Sie sich Tapete kaufen. Aber das kostet ja halt Geld. Ja, freilich kostet das Geld. Aber bei den Musterbüchern ist umsonst, ne? Ja, wir zahlen auch für die Musterbücher Geld. Da zahlen wir 40 bis 60 Mark. Wir haben die ganze Teppichboden haben wir mit Muster geklebt. Ha? Das ist ja viel preiswerter. Es ist zwar bunt, aber es kostet nichts, ne? Ja. Sagen Sie mal, haben Sie Tapetekleister, so Bröbsche oder was für umsonst? Nee, haben wir zum nicht. Zum Testen dass man mal einen Tapeziertisch Probe fahren kann? Nee. Und Ihr Musterbücher rücken Sie nicht raus? Um Gottes Willen, nee. Oh, das ist schade. Sie sind ja lustig. Ja, das sagen viele. Ja. Nee, also gut, danke, ne? Herr Bauer, vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe, ne? Tschüss. Wiederhören.